Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Das letzte Mal habe ich ja so einen tollen Rage-Quit gemacht. Oder besser gesagt, den Herzstillstand-Quit. Und daher endete das Video so abrupt. Und ja, heute neuer Tag, neues Glück. Versuchen wir es doch nochmals im Keller. Dann wissen wir ja, wie es funktioniert. Wir sind hier. Wir müssen einmal dort hinunter. Dort hinein und dort hinein und dann dort und dann in die Mitte. Und der Psycho Manfred, oder wie ich ihn auch gerne nenne, ist hinter uns her. Wie immer, natürlich. Jetzt machen wir einfach mal ganz schnell. Gehen zuerst hier hin. Öffnen die Scheißtür. Drücken auf den Knopf. Gehen weiter in diese Tür. Drücken hier den Scheißknopf auch noch. Schauen, wo man nachher hingeht. Hoffentlich nach links. Nein, natürlich nicht. Er kommt zuerst hier. Ist ja klar. Und bye. Hello, Doctor. Bye, Manfred. Man muss doch den Humor etwas behalten, ne? Sonst würde ich hier sterben bei diesem Spiel. Ganz ehrlich. Jetzt bitte geh nach rechts. Und yes. Niemand! Go, 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 go. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Geschafft. Ich meine, geschafft.
Witness, Zeuge. Ach, wie schön. Warum man immer Hände in das Klo reinsteckt? Keine Ahnung. War ich hier schon? Ich war hier schon. Ja. Ich war hier schon. Gut. Kehre zum Sicherheitszonen zurück. Dass ich ja hier befindet. Mal schauen, ob ich rauskomme. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay. Fuck, wo sind wir jetzt? Ist das eine Gummizelle? Oh Mann. Rest in peace. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht. Um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge. Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist von mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Autsch. Oh nee. Oh Mann. Wie sind wir hier bloß gelandet? Ich würde dich ja gerne freilassen, aber geht nicht. Oh Mann, diese arme Gestalt. Kann ich die Tür schließen? Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue and liver. They are yours. Ja. Die zwei sind nackt.
und wollen mich essen. Nicht gerade gut. Ja gut. Ich habe auch einen Geist gesehen. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Was hat's bloß mit diesem Billy auf sich? Diesem Gesicht möchte ich auch nicht begegnen. Sagen? Nichts. Oh Mann. Der Typ tut mir richtig leid. Okay, hier geht's noch weiter. Zuzusehen, es ist auch krank, Leichen zu lieben. Mann. Jetzt schau mich nicht so an. Nekromantie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich. Dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Alter, dann nicht mal mit dem Kopf dran. Du bist krank. Du bist der Kranke hier, nicht ich. Sagen. Gefängnisblock B. Manchmal bin ich ja etwas glücklich über Türen, die nicht aufgehen. Oh ne, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Gitters. Wo die zwei Lümmelmänner waren. God, anyways, provides the way. Follow the blood. Oh Mann. Dieser kranke Ort hier. Folge dem Blutspuren zum Ausgang. Thank you.
when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.